Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich bin Hannes Mangold, ich bin der Kurator der Ausstellung Fleisch hier in der Nationalbibliothek. Ich heiße Sie herzlich willkommen. In Anbetracht von Klimawandel und Tierrechtsdebatte wird der Biss in den Servela oder den Grillkäse zur Frage nach der Identität. Beim Innenleben geht es um die Wurst. Fleisch ist ein aktuelles Thema. Fleisch geht uns alle an. Wir alle müssen uns zu Fleisch verhalten. Essen wir Fleisch? Verzichten wir auf Fleisch? Wann essen wir Fleisch? Welches Fleisch essen wir? Das ist eine aktuelle Frage und wir versuchen dazu einen Beitrag zu leisten, dass jeder und jede eine Position findet, ein Verhältnis findet zu Fleisch. Und dafür zeigen wir verschiedene Bestände aus den Sammlungen der Nationalbibliothek. Wir haben sehr viele verschiedenartige Dokumente, Publikationen, Objekte dazu. Einerseits Texte, andererseits eben literarische Erzeugnisse aus dem Literaturarchiv, aber auch Bilder aus der grafischen Sammlung und zum Teil auch sogar Töne aus der Nationalphonothek. Und wir versuchen Ausstellungen zu machen, die die Vielfalt dieser Sammlungen aufzeigen und die zum Denken anregen. Fleisch betrifft die Religion, die Kultur, unsere Gesundheit, die Umwelt. Und diese Vielfalt von Aspekten versuchen wir zu zeigen. Und diese Vielfalt können wir eben auch mit unseren vielfältigen Sammlungen abbilden. Wer sich für Denkanstöße zum Thema Fleisch interessiert, kann von der Ausstellung profitieren. Die Ausstellung richtet sich wirklich an alle Personen, die vielleicht ein bisschen bewusster durchs Leben gehen wollen oder die sich gelegentlich Fragen, die sie sich stellen, auch unter einem anderen Gesichtspunkt mal anschauen. Ich glaube, das ist eine Ausstellung für alle. Der Eintritt ist frei und Sie sind herzlich willkommen, sich diese Ausstellung anzusehen.